Guten Morgen. Es schneit draußen. Ich habe hier den Anzug hier anprobiert. Schon ein bisschen klein. Aber schaut mal, wie süß sie aussieht. Oh. Ja. So süß, gell? Da ist der Roy. Was machst du? Du siehst süß aus. Können wir einen Schneemann bauen heute vielleicht? So, wir trinken jetzt noch Kaffee. Es ist 9.20 Uhr. Ich durfte heute eine Stunde länger schlafen. Und er hat mich schlafen lassen. Wir trinken jetzt einen Kaffee und dann fahren wir zu Bossmann. Was willst du denn das? Wo ist denn der Decke? Wenn es dann bei Lukas im Zimmer wird. Hat dir Papa das gegeben? Und wo ist der Deckel? Wo? Wo? Ich sehe keinen Deckel. So, das Einpacken. Papa ist beschäftigt hier. Hat nämlich seine erste große Kooperation bekommen für Black Friday. Richtig tolles Gerät. Das stellt ihr euch jetzt vor. Ich kann euch ja das verlinken. Oh, was klebt mir schon wieder? Irgendwas? Gut, dass ich ein Feuchttuch gerade in der Hand habe. Und was klebt hier schon wieder? So. Oh Mann. Ich habe jetzt meine Liste für den Rossmann hier. Ich werde auch die kleine Kamera mitnehmen, damit ich euch die Angebote abfragen kann. Weil mit der großen Kamera ist es ein bisschen peinlich und dann gucken immer die Leute, was ich mache. Ja. Genau, so, ein bisschen aufgeräumt. Und dann geht's gleich los. Es schneit immer noch. Oh mein Gott. Leonie will schon Schuhe anziehen. Ja. Ja? Soll ich dir helfen? Ja, mach mal. Komm. Wo ist der André? Da. Wo ist der André? Wo? Ach, da. Hier. Ach so, die Winterjacke liegt oben, weil die ist zu dünn. Ist zu kalt draußen, gell? Dann holt man auch die Jacke. So, ich habe Papa hier was vorbereitet, damit er den gleich vorführen kann, den Sauger. Ein nasser Fleck und Krümel vom Kuchen habe ich hingemacht und Leonie macht noch ein paar Teeflecken dazu. Warte mal, wir müssen das hier raus. Machen jetzt hier zu, komm. Das ist für den Papi. Ja, trinken. Ja. Ui, der Kühlschrank knallt immer so. Schickt man sich. Auch nachts knallt er immer. Da ist er. Ich kann ja auch nochmal verlinken. Heute ist ja Black Friday. Oder das zählt ja bis Montag. Da gibt es ein Black Friday Angebot und was gratis dazu haben bestellt. Was richtig cool ist. Okay. Bip, bip, bip. Also wir nehmen noch ein Körbchen mit zum Einkaufen. Die Jacke habe ich noch gefunden von meiner Schwester. Das ist eine Größe 80, aber die passt noch. Ganz schön dick. Okay, und dann haben wir noch einen in 86 in braun. Perfekt. Ja, du siehst ja gar nichts. Warte, so. Schon wieder Mamas Handy. Und schnell geschnappt. Ich brauche noch meine Jacke. Boah, es ist so kalt draußen. Hilfe. So. Den Einkaufszettel habe ich eingesteckt, hoffentlich. Ja, okay. Dann können wir los. Immer noch Schuhe. Das Model heute kommt aus Armani. Oh, voll fett eingepackt, was gestern so kalt war. So, auf geht's. Ja. Hobby, Hobby. Los. So, wir sind jetzt bei Rossmann. Ach so, ich hole mal meinen Zettel raus, gell? Gibt's ganz viele Black Friday Prozente bei Asam Beauty. Ich glaube nicht, oder? Black Week. Auf dekorative Kosmetik von Essence 20%. Zettel. Nase, ja. Nase. 5 und 5 Nase. Ach so, warte mal. Ich brauche hier
Die Teile. Auf der Seite gucken. Hier sind. Ah, die Pinsel sind alle im Angebot hier. Super. Zwei Klingen. Muss mal gucken, was sich hier lohnt. So, die Weihnachtsseife wollte ich ja nochmal mitnehmen. Und da gibt es auch ein Angebot in der App. Deswegen nehme ich jetzt einfach mal verschiedene. Einmal die. Schatz, nimmst du es mal ab. Einmal die. Ich muss die und einmal die. Und nochmal die. Ja. Mit der Kamera hier. Achso. Ich habe den ganzen Wagen vollgepackt. Gar keinen Platz mehr. Du bist spitze. Oh oh. Ja, Leonie blockiert alles. Du musst raus. So viele Seifen. Du musst raus. Mit Shea-Butter. Guck mal, 99 Cent. Mach das zurück, bald kannst du deinen Adventskalender. Außerdem habe ich Neutrogena gekauft für dich. Ja, hast du doch. Spitze. Reicht doch. Tüte vergessen. Wir sind noch beim Kaufland, holen Brot und ein bisschen Obst. Blaubeeren, Himbeeren gab's noch. Und Toast. Amazon-Toast, Amazon-Toast. Vielleicht noch irgendwie was zum Abendessen. Mal gucken. Was zum Abendessen? Vielleicht eine Pizza? Also so Pizzateig? Na los, aufstehen. Ja, vergiss immer, dass deine Stufe ist, gell? So, wir sind wieder zu Hause. Haben auch was zum Essen geholt beim Imbiss. Currywurst und Pommes. Und ganz viel Zeug gekauft. Deswegen macht der Roy jetzt einen kleinen Food Haul und einen XXL Rossmann. Toll. Warte, dein Schleim ist mir noch aus. Eine richtig fette Hose an. Richtig schön warm. Okay. Also wir sind durch den Wald gefahren. Das sah so schön aus, weil die Tannen so weiß waren. Komm her. Warte, Mama zieht dir nur den Schal aus. Jo, wo bist du? Das ist voll eng, das Ding. So, jetzt. Papa trinkt mal alles rein. Was trinken, ich hab wohl Durst. Komm, wir essen jetzt erstmal was. Okay? Ja. Und schon alles raus, schon alles reingestellt. So, die Leonie malt mit ihren neuen Wachsmalstiften, gell? Ich will auch. Die Kinder sind auch da, beide. Oh, ich kann ein Herz malen. So, und jetzt trinken wir einen Kaffee, Stern. Oder? Und dann fahren wir zu Obi, einen Baum holen und. Oh, dann musst du so machen. Farbe fürs Schlafzimmer. Ich wollte nämlich was ausprobieren. Fertig. Solche Stifte haben wir gekauft. Das Wachs. Da hat mich die Michaela drauf gebracht. Ja, echt praktisch für so kleine Kinder. Diese Selina geht hier ab, ne? Die Kleine schläft. Und ich mache jetzt Kaffee und hier so viele Stückchen dazu. Also ich möchte keins, nur Kinderunruhe. Ja, ich esse später mein Süßes. Ich habe immer auch abends Lust auf Süßes irgendwie. Wenn die Kleine wieder wach ist, dann holen wir den Baum. Ich musste jetzt gerade eine Schmerztablette nehmen, weil ich voll Kopfschmerzen mache. Kann aber auch sein, dass es von der Kälte ist draußen. Oh, weil das irgendwie so überall so. Ja. Oh Mann, ich habe gerade den Müll rausgebracht, weil irgendwas stinkendes. Ich glaube, das war das Hackfleisch von gestern. Voll eklig. So fischig. Ekelhaft. Too much information. So, Gerber sagt auch gleich. Und die Weihnachtsseife, die ich beim Rossmann noch mal gekauft habe. Oh, das ist eine Beule. Die wollte ich ins Gäste-WC reinstellen. Die riecht so schön, wenn dann die Gäste kommen zu Weihnachten. Dann riechen die Hände nach Zimt. Es ist so dunkel. Es ist gerade, ich glaube, kurz vor 15 Uhr so. Dunkel wäre es sonst schon abends. Oh Mann. So. Stelle ich mal hier hoch erstmal. Wir haben ja die hier. Oder obwohl, ich kann die auch hier runterstellen. So,
Hier sind wir ganz selten drin, gell? Der Toilettendeckel ist wieder oben. Naja. Oh, Leonie ist wach. Wir fahren jetzt zu dritt den Baum holen. Die Großen möchten nicht mit. Ja. Wie groß das ist Leonie? Das ist uncool. So groß. Wo ist es denn jetzt? 15.41 Uhr. Das ist jetzt. Schön, wir haben ja die Flasche im Auto vergessen. Aus mich schwimmt irgendwas im Glas rum. Und wie haben diese Nussdinger geschmeckt? Nicht so. Nicht so, echt? Lukas hat gesagt, lecker. Ja, Lukas. Ja, hast du einen Schluck bevor wir fahren? Wir hatten ein anderes Verständnis von Jan Jan. Oh, ich hab immer noch ein bisschen Kopfschmerzen. Ja. Immer wenn ich Kopfschmerzen habe, schreiben mir voll viele Zuschauerinnen, wir haben auch Kopfschmerzen. Also ich habe auch Kopfschmerzen. Irgendwie, glaub, ja, das hört man doch oft, wenn man viel Zeit miteinander verbringt, dann stellt sich der Zyklus ein zusammen, dann geht man zusammen auf Toilette. Ja. Du kennst dich aus. Ja, ich lese so. Mit der Frau heimlich auf dem Klo. Jetzt bist du glücklich, gell? Du bist ja heute im Partnerlook mit Papi fast. Nee, schwarz. So. Ui, da glitzert es hinten schon. Wer will noch mal, wer hat noch nicht? Hup, hup, nächste Runde. Hey, jetzt rückwärts. Was? Oh, wie schön. Was? Ach, alleine? Mal alleine wirklich. Nussknacker, guck mal. Ganz viele Nussknacker. Ich habe vorne voll die schönen Kugeln gesehen. Auch da hat die großen Figuren. Schön. Oh, wie schön. Wow. Wow. Ach, guck mal, die Zuckerstangen sind süß da. Das ist Schneemann. Alles süß, gell? Ja. Da der Pinguin, der Kleine hier. Unser Baum, gell? Riesenbaum. Auch nicht so, aber wir sitzen hier wie so Eulen. Den Bauch einziehen. Da, die Knie schon. Ja. Und vor lauter Baum sieht man keine Leonie. Baby, wo bist du? Wo bist du? Ich sehe dich nicht. Hallo? Wo bist du? Da! Oh, mein Gott. So, jetzt fahren wir nach Hause. Oh, Leonie will unbedingt die Farbe tragen. Das ist aber schwer. Ja, langsam. Oh. Ja, mach, genau, hast schon mal gemischt. Alleine, ja. Ja, ja, ja. So ein starkes Mädchen. Ja, richtig. So, wir haben jetzt den Weihnachtsbaum hier vor die Tür gestellt, weil der muss ja 2-3 Tage stehen bleiben, sagt der Roy. Keine Ahnung, warum. Das hat ein Mann erfunden, weil er nicht gleich den Baum wahrscheinlich. Will. Ich wollte jetzt eigentlich die Deko, also ja, die Lichter schon dran. Ich will nur mal sagen, wo der Ständer ist. Ja, im Keller. Wo im Keller? An der Wand. Das grüne Ding. Der Ständer. Ja, ich weiß, was ein Ständer ist. Ich meine jetzt nicht, oh. Das war, da so an das habe ich überhaupt nicht gedacht. Ja! Sau. Sau, du. So ein starkes Mädchen bist du. Wir haben eine graue Farbe geholt. Geradeaus, wenn du runter gehst, geradeaus. Ja, und was ist da? Lass, ich guck morgen. So, wir haben jetzt das Kabel gefunden. Ein Verlängerungskabel. Oh, das blinkt ja voll. Du liebst Lichter, gell? Wow, ja, mach doch mal das Licht aus. Ja, ja, genau. Da kommt da nichts mehr. Ist das schön? Da?
Also den Ständer haben wir. Der war im Spinnraum. Reiß nochmal rein, ganz schnell. Und ja, morgen dann, oder? Wenn du kommst, dekorieren, Lichter. Wir haben nämlich so schöne, bunte Lichter von Action letztes Jahr gekauft. Ja. Da wird sie gucken, gell? Ein Würfel. Drei Würfel. Geschenke. Machen wir was zu essen? Wie viel los? So, ich mache jetzt das Abendessen. Noch Wurstsalat. Ich schneide schon eine Zwiebel. Mais mache ich rein. Gurke. Und dazu gibt es Brot mit verschiedenen Sachen. Und Michaela hat vorhin mein Paket endlich bekommen. Es hat jetzt irgendwie ewig gedauert. Also unsere DHL-Fahrer sind schneller in Baden-Württemberg. Ja, und morgen kommt dann das Video, glaube ich, online. So viel ich weiß. Ich weiß es nicht ganz genau. Und die Rossmann-Sachen und unseren kleinen Kaufland-Einkauf zeigt euch Roy im Video. Das heißt, wenn ihr das Video gesehen habt, kommt danach ein Video mit dem Haul, genau. Ich würde mich dann auch euch auf jeden Fall ein schönes Wochenende, ihr Lieben. Und ja, ich nehme euch morgen wieder mit. Wir dekorieren morgen zusammen. Tschüss, danke fürs Zuschauen. So, ich gönne mir jetzt ein Glas von dem Wein von der lieben Michaela. Und gehe mein Video schneiden. Ja. Willst du auch einen Schluck? Nein, Leonie, ich bin nüchtern, sagt Menschen. Tschüss. Bye.